Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal am ersten Advent. Heute gibt es das Rezept, was es eigentlich schon letzte Woche geben sollte. Allerdings, da hat uns ja das Wetter einen Streich gespielt. Heute ist es zwar kalt, aber trocken. Wir machen heute eine geräucherte Hähnchenbrust mit Pesto. Viel Spaß! Ja, ihr Lieben, das sind unsere Zutaten für unser geräuchertes Pesto-Hähnchen. Zwei Hähnchenbrüste, Bacon. So, dann kommen wir zum Pesto. Zum Pesto brauchen wir Basilikum, Parmesan, nicht ganz so viel. Da hebt euch mal was auf. Pinienkerne, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Und später am Grill brauchen wir noch Räucherchips. Ja, wir fangen jetzt erstmal an, das Pesto herzustellen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Freunde, wir fangen jetzt an, das Pesto zu machen. Basilikum ist schon drin. Nach und nach kommen jetzt alle Zutaten rein. Nicht den ganzen Käse. Dann nicht reibst du nochmal welchen. Ja, das Olivenöl. So, und jetzt würde ich erstmal das Ganze pürieren und dann... Genau, und wir schalten dann auf Stumm. Weil ihr versteht mich dann nicht mehr. Bis gleich. So, unser Pesto ist fast fertig. Wir würzen jetzt noch mal mit Salz und Pfeffer. Heben das noch mal gut unter. Anne ist wie immer zu schnell für mich. Oh ja, das Ganze in Zeitlupe. Nein, ist okay. So, wie ihr seht, mein Pürierstab hat nicht so ganz mitgemacht. Mein Alter, der konnte das richtig gut, die Pinienkerne klein kriegen. Der will hier nicht. Macht aber nichts, wir haben beschlossen, das ist nicht weiter schlimm. Falls euch das stört, macht sie vorher klein. Ja, und wir sehen uns gleich beim Füllen wieder. So, ich versuche jetzt in unsere Hähnchenbrust eine Tasche zu schneiden. Immer schön aufpassen, dass hier nichts durchgeschnitten wird. So soll das dann aussehen. Das mache ich mit der anderen auch gleich so. Und dann sehen wir uns wieder. Jetzt füllen wir unser gutes Stück. Auch doch mit gebendem Löffel. So. Ich denke, das reicht schon. Mhm. Der andere Löffel kommt in die andere Hähnchenbrust. Nun umwickeln wir. Umwickel ich. Ja, Anna muss doch filmen. Eben. Praktisch, dass du das wieder übernommen hast. Oh, ja. Seht ihr? Nee, das sie sehen gar nichts. Man muss die Hähnchenbrust schon ein bisschen runternehmen. Sonst sieht nämlich keiner was. So, da ist die Hähnchenbrust. Runter mit der Hähnchenbrust. Gut. Wir haben mal Spaß beim Filmen. Ja. Alles gut. Ich müsste was ja langsam mal können mit dem Umwickeln. Ne? So. Das machen wir ja öfter, aber. Naja. Aber. Ist jedes Mal ein neues Erlebnis, ne? Ja. Ich denke, eine Scheibe kannst du noch, ne? Ja, ich glaube sogar noch zwei. Also geht auf jeden Fall von zwei Packungen Bacon aus, die braucht man. Und wenn nicht, Herr Kühne, ist das auch nebenbei. Also das ist auch nicht ja, so das Ding. Mal. Zum Naschen. Reicht das schon oder brauchst du das hier? Reicht schon. Okay, so, ja, so, ja. Ja, so sieht das gute Stück aus. Mit dem anderen Verfahren war genauso. Ja, und dann geht's raus an den Grill. Da sehen wir uns dann gleich wieder.
So, Freunde, unseren Grill haben wir jetzt auf 180 Grad einreguliert. Indirekte Hitze natürlich. Jetzt kommen unsere beiden guten Stücke auf den Grill. Angepeilt ist eine Kerntemperatur von 70 Grad. Nach einer Viertelstunde gibt es den ersten Rauchgang und ja, dann sehen wir uns hier wieder. So, nach 20 Minuten gibt es jetzt den ersten Rauchgang. Ich nehme hier ein paar Kirschholzchips. Die kommen in die Glut. Insgesamt haben wir ja 2 Rauchgänge geplant. So. Das reicht erstmal für den Anfang. Ja, dann melden wir uns wieder. So, Freunde, 10 Minuten vor Schluss. Wir haben Backpapier drunter gelegt. Das hat folgenden Hintergrund. Jetzt kommt nämlich der restliche Parmesan ins Spiel. Und zwar, damit wir, oder dass ich mir nicht den Grillrost einsau. Ne? Den macht nämlich Herr Kühne immer sauber, ich nicht. Ja, das stimmt allerdings. So, ich denke mal, nach 10 Minuten werden wir die Kerntemperatur erreicht haben von 70 Grad. Haben jetzt ungefähr 66 war es beim letzten Messen. Das sollte auch an Käse reichen. Deckel geht jetzt zu. Und nach 10 Minuten, denke ich, werden wir anrichten. Ja, ihr Lieben, kurzes Fazit. Eine tolle Kombi, Hähnchenbrust mit Bacon, dazu das leckere Pesto. Kleiner Tipp, macht das Pesto auf jeden Fall selbst. Ist besser als dieses gekaufte Zeug. Ja, eigentlich eine total leckere Sache. Nicht eigentlich, es ist eine total leckere Sache. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts, würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir wünschen euch noch einen schönen ersten Advent. Bleibt gesund. Bis denn.